So, meine Freunde, jetzt haben wir es auch geschafft, im Wintertraum nach Phantasialand zu fahren. Wir werden heute wieder einen super Spaß haben. Und die erste Fahrt wird wahrscheinlich heute Tauron sein. Es ist ziemlich voll, fuckt mich jetzt schon ab. Aber wir machen heute definitiv einen sehr tollen Tag im Freizeitpark. Deswegen erstmal ab zu Tauron und Gibi. Da geht's Sicken. Oh nein. Das Geräusch, warte, da kommt der nächste zu. Der Rest ist alles bei 5 Minuten und das Einzige, was bei 45 Minuten ist, ist Tauron. Mal gucken, wie es sich heute entwickelt. Ich hoffe, wir haben heute doch noch einen leeren Tag und können hier im Freizeitpark Phantasialand auf jeden Fall noch was fahren. Wir kommen noch eine Runde Tauron. Erste Fahrt wieder heute hier. Mega geil. Meine Fresse ist jetzt schon arschkalt von der Achterbahn, aber juckt nicht. Es ist doch immer wieder schön, im Wintertraum zu Phantasialand zu kommen. Immerhin liegt hier Schnee, Jenny. Und heute Abend wird dann alles komplett leuchten. Es wird geil. So, und jetzt geht es zu einer richtig geilen Themenwelt, die meiner Meinung nach echt gut thematisiert ist und echt eine weltgeile Achterbahn ist. Und handelt sich um Fly und 5 Minuten Fahrt. Ich verstehe es nicht. Wir haben gerade bei Tauron 45 Minuten gewartet. Und bei Fly ist einfach 5 Minuten, obwohl es die neueste Achterbahn im Park ist. Naja, wir fahren jetzt eine Runde und ihr bekommt doch ein paar schöne Eindrücke von der Bahn. Jetzt sind wir gerade eine Runde mit Fly geflogen, sehr geile Achterbahn. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich was essen oder irgendwie in die nächste Achterbahn. Wir gucken mal. Das war auf jeden Fall eine sehr geile Fahrt. Und jetzt geht es auf jeden Fall zur nächsten Achterbahn. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Ich habe keine Ahnung. Ist noch die Black Mama, Leute! Mama, Leute! So, für uns gibt es ganz klassisch ein paar Nudeln. Und ja, werden wir gleich gucken, wo es gleich hingeht. Ich denke mal Colorado oder Mystery Castle, wir werden es sehen. So, das war jetzt eine Runde mit Colorado Adventure. Und es war eine sehr tolle, geile Fahrt. Es ist wieder ziemlich geil, hier im Phantasialand zu sein. Und jetzt gehen wir ab zu Crazy Beds. Und ich freue mich heute Abend schon, wenn alles dunkel wird und alles leuchtet. Hier haben wir auch nochmal Tauron. Weil Talukan scheint kaputt zu sein. Das geilste Fahrgeschäft eigentlich hier im ganzen kompletten Park, eigentlich von Thematisierung her. Aber es ist irgendwie kaputt. Und jetzt wollen wir auch schnell gucken, was damit ist. Und danach gehen wir auch direkt zu Crazy Beds. So, jetzt haben wir auch Jenny. Das hast du gerade ausgezogen. Ja, wir haben es alles mitgeholt. Hast du es auch eigentlich an? Eine Runde Crazy Beds. Ich habe meine Weihnachtsmütze auch an. Also kann er nicht schief laufen, oder? Ich muss ehrlich sagen, richtig geil. Der Film ist super abgestimmt zu der Achterbahn. Ey, ich fand das richtig cool. Am Ende wird man auch noch zwangsverheiratet. Und wenn das einer sich passt, kriegst du noch Schokolade serviert. Hat dir am besten gefallen, ne? Aber das hat mir sehr gefallen, muss ehrlich zugeben. Deswegen sind wir jetzt bei Pierce & Ford in der Halle. So, jetzt geht's eine Runde Pierce & Ford im Wurzeltower, weil dementsprechend steht leider zu viel an. Und hier sieht es eigentlich genauso aus, aber scheiß drauf. Wir müssen irgendwas fahren heute. So, jetzt sind wir gerade eine Runde Winters Pierce & Ford gefahren. Super coole Bahn. Patzi rechts, wenn sie die Möglichkeit hat. Also sogar in der Winterzeit ist Sherpas tatsächlich dekoriert. Wie man sieht, es fahren sehr viele Leute mit. Und da werden wir gleich auch noch mitfahren, weil Sherpas, das muss sein. Egal ob es kalt oder warm ist, Sherpas ist ein Bus. So, und jetzt geht's Richtung Talukan und gucken mal, wie es da aussieht. So, jetzt sind wir gerade eine Runde Black Mamba gefahren und fahren noch eine Runde Black Mamba, weil es steht einfach gar nichts an und es ist einfach geil gerade. Wenn ihr Videos kennt, fahren wir jetzt eine Runde Black Mamba, Leute. Black Mamba, Leute!
aufmerksam machen werden, ist Schlapperfahrt. Im Wintertraum muss wenigstens eine Runde Schlapperfahrt sein. Deswegen fahren wir jetzt mit Schlapperfahrt eine Runde und stellen uns auch jetzt direkt mal an. Mit Chiapas im Wintertraum. Und ich glaube, wir dürfen sogar sitzen bleiben, Oliver. Als ob die Strahlen einfach an sind. Oh nein, da werden die auch an sein. Nein! Wahnsinn, sind wir jetzt bei Klugheim mit Nebel und alles Mögliche. Ich brauche nichts, um nach Hause arbeiten zu gehen. Gut, die Sherpas-Fahrt war jetzt vielleicht doch nicht die beste Fahrt. Aber jetzt wird Taron mit Nebel gefahren. Wieder richtig abgrundtief geil. Und jetzt stellen wir uns auch direkt an. Vielleicht fahren wir auch mehrere Runden, kommt drauf, was jetzt ansteht. Und bis dahin, bis gleich, wenn wir mit Anschluss gestanden sind. Wird so geil. Ihr werdet gleich sehen, wenn der Nebel da ist. Ist super geil. Oh, das wird geil, Jenny. Also es ist alles voller Nebel und das wird mit Abstand das Geilste an diesem Abend. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir kommen gerade von Taron eine Runde im Dunkel. Es sieht so geil aus. Ich blende euch gleich noch mal ein, wie der Abschluss im Nebel aussieht. So geil. Im Dunkel macht das Ganze einiges noch viel mehr Spaß. Also einfach nur geil. Fazit dunkel, es ist einfach krass. Also ich kann es echt nicht wiederholen. Guckt euch das an, ich weiß nicht, ob man das sehen kann mit der Kamera. Boah. Das ist einfach Wahnsinn, Leute. Es ist einfach Wahnsinn, was hier alles geschaffen wird. Also, und jetzt geht eine Richtung Fly, mal gucken, wie es da aussieht. Ich war da persönlich noch nicht. Und jetzt kommt der beste Moment an meinem Blog heute. Wir gehen jetzt in dieses schöne Tor Ruhburg und gucken uns das Ganze. Ruhburg? Ruhburg, ja. Guck dir das an. Oh mein Gott. Fahrt diese Achterbahn, auch jetzt in der Winterzeit, zu geil, guckt einfach den Blick an. Also, erstes Mal, dass ich vielleicht im Dunkeln fliegen kann. Ey, ich freue mich wie so ein Kind auf den ersten Geburtstag. Das ist so krass. Das war jetzt meine allererste Fahrt mit Blei im Dunkeln. Mega geile Sache. Einfach geil, das Ding im Dunkeln zu fahren. Auch von ganz hinten. Letzte Reihe ist noch zu geil. So, jetzt kommen wir gerade aus Blei raus. Super geil. Alles schön. Wir haben sogar die Soundfahrt erwischt. Wo tatsächlich dann die Sound kam mit den Lichteffekten und alles Mögliche. Gefühlt 5 Minuten draußen gestanden auf dem Bremsbereich. Und jetzt traumhafte Musik und diese wunderschönen Lichter. Gönnt euch einfach selber den Kack.
nicht erschrocken, Danny? Ja! Meine Messgeräte zeigen, habt ihr alle viel Mut. Ihr auch braucht. Das, was euch nun erwartet, geht über all eure Vorstellungen hinaus. Meine lieben Gäste, ich begrüße euch alle in Mystery Castle, dem Stammschloss meiner Familie. Ach, schade, man erkennt den Mystery Castle leider nicht mehr. Wahrscheinlich erkennt man auch mich nicht gerade. Aber das war jetzt unser Tag hier im Phantasialand in Brühl 2021 im Winter. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Es ist zwar heute nicht das Beste geworden alles, aber es war trotz allem ein sehr toller Tag heute. Wir hatten viel Spaß. Klar, es war viel los. Es haben teilweise manche Fahrgeschäfte wieder 40 bis 50 Minuten gewartet. Aber es hat sich auf den Tag echt gut verteilt und man hatte doch einen sehr tollen Tag. Man hat einiges geschafft heute. Bis dahin, euer Achterbahnreiter.